Filmfans und herzlich willkommen zu einer neuen Kritik. Und heute geht es um die Retro-Slasher-Hommage The Sleeper von Justin Russell aus dem Jahre 2012. Der Film selber wurde schon im Jahr 2011 innerhalb von 13 Tagen für ein geschätztes Budget von 30.000 US-Dollar abgedreht. Das Kuriose an dieser Stelle, The Sleeper wurde schon vor gut 2 Jahren von der BPJM auf Liste B indiziert. Also deswegen war mal wieder Pustekuchen mit einer ungekürzten deutschsprachigen VÖ allgemein hier in Deutschland. Der Film erscheint irgendwann unter den neudeutsch-englischen Titel College Killer dann natürlich. Wobei ich sagen muss, da fehlen knapp 2 Minuten. Alle Kills wurden radikal weggeschnitten. Deswegen ist diese Fassung mal wieder für die Tonne. The Sleeper selber ist die zweite Regiearbeit von Russell gewesen, der zuvor Dead Stop Holocaust inszeniert gab. Das war auch so eine Art Grindhouse-Hommage. Und ja, The Sleeper zitiert natürlich viele große Vorbilder. Es gibt hier sogar eine relativ kurios wirkende Tanzszene à la Prom Night. Und im Fokus steht die junge Studentin Amy. Sie ist im ersten Semester und sie möchte natürlich in eine der allseits beliebten Studentenverbindungen rein. Nur macht ihr allerdings ein Killer einen Strich durch die Rechnung, der sogenannte Sleeper Killer, von dem wir nicht wissen, wo er herkommt, warum er das tut, wieso er das tut, hat er einfach Langeweile. Ja, und das war's dann auch. Mehr Handlung gibt es nicht. Der Typ meldet sich immer per Telefonschaltung, welches Mädel er als nächstes umbringt. Natürlich nimmt ihn keiner ernst. Irgendwann merken natürlich alle, dass ein paar Mädels fehlen. Wo sind die? Und ja, es gibt viele Szenen, in dann noch solche Filme wie Black Christmas bzw. Jesse Treppe in den Tod oder auch eventuell Dario Argentos Sleepless, auch Halloween, dann ordentlich zitiert werden, und das war es auch gewesen. Ja, in dem Film gibt es immer einen Wechsel zwischen längeren Dialogszenen und Kills, und das war es auch gewesen. Die Darsteller sind relativ laienhaft, aber sie machen ihre Sache relativ gut, wobei ich sagen muss, dass mir die meisten Charaktere dann doch am Arsch vorbeigegangen sind, da sie auch keine sonderliche Tiefe haben. Sie sind einfach nur dafür da, um einen relativ hohen Bodycount zu rechtfertigen, der mit auch einigen relativ gut gemachten, vor allem handgemachten Effekten einhergeht, wobei es natürlich auch hier eine relativ indiskutable Kopfabszene à la Dario Argento's Sleepless gibt. Dieses allerdings von der Umsetzung her dann doch etwas besser ausgefallen, aber nur etwas besser. Letzten Endes muss man aber auch sagen, dass der Film von der Gewalt her definitiv niemals an die Hatchet oder Laid to Rest Filme rankommt. Er gibt sich eher relativ handsam. Es wird auch nicht immer volle Pulle draufgehalten. Einiges passiert auch eher offscreen. Und deswegen kann ich die Indizierung an dieser Stelle hier auch nicht nachvollziehen. Muss ich einfach mal wieder sagen. Ja, handwerklich ist der Film dann doch relativ gut ausgefallen. Der hat gute Kamerafahrten. Er hat eine gute Ausleuchtung. Natürlich wurde das Bild letzten Endes ordentlich durch den Filter gezogen, um halt dieses Grindhouse-Feeling zu erzeugen mit all den blassen Farben, mit all diesen Unschärfen, mit diesem leichten Hintergrundrauschen, was es gibt, und dieser gewissen Grobkörnigkeit, die er in vielen Szenen hat. Aber das passt auch, unterstreicht die Atmosphäre. Wobei mir am meisten sogar noch der Soundtrack von Gremlin gefallen hat. Auch eine sehr offensichtliche Hommage an Goblin. Und der sorgt auch dafür, dass es etwas Atmosphäre gibt, denn der Spannungsbau ist sehr leidlich. Es geht hoch und runter, die Locations sind sowieso begrenzt aufgrund des Budgets, was sehr niedrig war. Und das war es auch. Das Finale selber ist auch nicht großartig. Der Killer bekommt auch gar keinen großartigen Abgang, muss man einfach sagen. Zumal der Film auch mit einer wirklich dämlichen Exposition startet im Jahre 1979 mit unserem quasi ersten Opfer, und dann fragt auch keiner mehr danach, wer war das, wieso ist sie gestorben, bla, Arsch, und auch Mullewapp. Natürlich kommen auch irgendwann im Film Cops vor, die sind verschenkt. Die hätte man sich definitiv sparen können, dann hätte man das Geld in irgendwas anderes reinstecken können, anstatt ein paar Darsteller, die jetzt so tun, als wären sie irgendwelche Cops, die sowieso großartig nichts reißen. Muss man einfach sagen. Ja, ich hatte sicherlich an The Sleeper gewisse Erwartungen. Das größte Manko an diesem Film ist allerdings, dass er sich zeitweise zieht wie ein Kaugummi und dass er eigentlich todsterbenslangweilig ist. Denn es gibt hier nicht mehr als Dialoge und Kills, die sich immer wieder abwechseln. Die Slasher-Action zum Ende hin ist relativ lau ausgefallen, wenn es darum geht, dass sie unser Final Girl natürlich ihre Haut erretten möchte. Und das war's dann. Irgendwann ist der Abspann,
der im üblichen Grindhouse-Style daherkommt. Und das war's auch gewesen. Deswegen bekommt The Sleeper dennoch ganz gnadenweise nette 4 von 10 Punkte. Der Film hatte schon seine Momente. Wobei ich natürlich eins noch ansprechen möchte: den Killer selber. Den Killer sieht man nach nicht mal knapp 10 Minuten, sieht man schon dessen Fressbrett. Und er wirkt an manchen Stellen sehr unfreiwillig komisch. Auch ein bisschen deplatziert, obwohl er diese gruseligen, blassen Augen hat. Aber mir selber hat er großartig nichts gebracht, da er keine große Credibility hat. Das war irgend so ein Spinner, der mit seinem Zimmermann Zimmer rumläuft, ab und zu auch mal zur Axt oder zu anderen Sachen greift. Und das war es auch gewesen. Deswegen sollte man ja auch keine neue Slasher oder eine moderne Slasher-Ikone wie Victor Crowley erwarten. Definitiv nicht. Und deswegen bekommt der Film, ja, 4 von 10 Punkten von mir. Bevor ich natürlich zum abschließenden Fazit komme, schauen wir jetzt natürlich noch die DVD-VÖ von Matador Media an. So, und hier haben wir natürlich die Uncut-DVD-Version von The Sleeper, die hier auch noch als Unrated beworben wird und übrigens in der Limited Gold Edition erscheint, die auf jeweils DVD oder Blu-ray 1000 Stück limitiert ist. Das einzige Besondere natürlich an dieser VÖ ist, dass das Cover hier selber noch mit einer Goldfolienoptik bearbeitet wurde, überzogen wurde hier am Rand, wie man natürlich sehen kann. Das Retro-Cover selber weiß durchaus zu überzeugen, ist auch sehr schön umgesetzt, aber jetzt an sich von der VÖ, da es hier keine großartige Sonderverpackung gibt, auch nichts Großartiges. So sieht natürlich der Spine aus, auch nichts Bewegendes und natürlich die Rückseite, die nochmal eine kleine Zusammenfassung beinhaltet, hier natürlich auch noch eine Synopsis, ein paar Szenenbilder und dann natürlich auch die Zusammenfassung, was es hier an Extras gibt, und hier hat man natürlich einiges an Extras mit drauf gepackt. Diese haben allerdings keine deutsche Untertitelung, wobei ich sagen muss, es ist eigentlich wurscht, denn die Dokumentation Shooting a Nightmare in 13 Days, die über 60 Minuten geht, weiß definitiv zu überzeugen, ist auch sehr gut umgesetzt, bietet sehr viele Informationen. Und dann gibt es natürlich hier noch einen witzigen Fake-Trailer zu Don't Go in the Attic, beziehungsweise dann auch noch zu einem Trailer zu Tortura, dem ersten Film, der in dieser Gold Edition Reihe erschienen ist. Hier haben wir natürlich noch die technischen Daten und das war es auch an sich gewesen. Die Disc selber sieht auch relativ unspektakulär aus, hat hier auch diese Goldoptik. Ja, und das war es auch an sich gewesen mit der VÖ. Ja, was kann man denn noch hinzufügen? Die DVD selber ist gut gelungen. Eine Blu-ray braucht man bei diesem Film definitiv nicht, zumal wenn man sie in sich als Blindkauf zulegen möchte, möchte ich lieber davon abraten. Die deutsche Synchro, die ich jetzt auch nochmal ganz kurz ansprechen möchte, ist okay, allerdings passen manche Stimmen zu einigen Charakteren nicht, da sie dann sich doch etwas älter anhören, als dass sie letztendlich sind. Aber insgesamt muss ich sagen, ist die VÖ selber etwas besser als der Film an sich, aber ich kann für beides leider überhaupt gar keine Empfehlung aussprechen. Da muss man natürlich wieder nach seinem eigenen Bauchgefühl gehen. Ich muss sagen, ich bin natürlich Fan dieses Subgenres, aber allerdings muss man sagen, da sollte man eher zu einem der wirklich älteren Vertreter zurückgreifen, auf den sich eben The Sleeper stützt. Gut, ich hoffe, euch hat diese Kritik gefallen und bis zum nächsten Mal zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ciao, euer Chris.